Hi, hallo und herzlich willkommen. Hier begrüße ich euch herzlich zu einem weiteren Lernspiel. Ich habe schon einmal die Sehenswürdigkeiten von den Safari-Tubes vorgestellt, wo ich mir was zu ausgedacht habe. Hier etwas, was ich schon länger benutze, beziehungsweise nicht nur ich, sondern hauptsächlich die Kinder. Und die Kinder haben mir auch viel geholfen dabei, dieses zu entwickeln. Das ist einfach durch die Beobachtungen entstanden, was die Kinder einfach damit gemacht haben. Als erstes stelle ich euch hier vor, hier sind verschiedene Hersteller bei den Modellen. Hauptsächlich ist es Schleich, der Tyrannosaurus Rex, Pentaceratops, Triceratops, auch Modelle unterschiedlichen Alters, weil sie auch schon seit unterschiedlicher Zeit in Benutzung sind. Die ältesten Modelle unter anderem der Apatosaurus, der Brachiosaurus, dessen Kopf hier ist. Der ist einfach riesig. Und den Giganotosaurus, ein neueres Modell, Spinosaurus, zeigt gerade, jetzt kann er sich ein bisschen zeigen. Und den Kentrosaurus dahinter versteckt, der Stegosaurus, ist auch schon wieder ein älteres Modell da. Und der hier ist von Collector, der Styracosaurus, war vorher auch einer von Schleich, hat leider nach knapp 10 Jahren dann irgendwann doch sein vorderes Horn verloren. Und das Modell konnte ich so auch nicht mehr wiederfinden, wie ich das haben wollte. Hab dann mich halt eben für den von Collector entschieden. Der von Schleich ist auch nicht schlecht, ist ein bisschen größer, gibt es aber auch einen kleinen. Nur das hat mir einfach besser gefallen hier. Der hier ist, glaube ich, von Safari, der Elasmosaurus. Ja, der ist von Safari. Und da haben wir noch ein älteres Modell vom Dilophosaurus. Der neuere sieht noch viel cooler aus. Und ich muss noch hinzusagen, die Skalierung ist ganz unterschiedlich. Der Dilophosaurus ist fast ähnlich groß wie der Allosaurus und der Tyrannosaurus Rex. Und der Allosaurus sind sich auch ziemlich ähnlich, eigentlich in der Größe. Also ist nicht alles die gleiche Skalierung, ne? Auch die beiden, die drei wären eigentlich gleich groß oder zumindest ähnlich groß. Und hier sieht es eher so aus, als wären das die kleinen Babys von dem hier. Ist nicht so, ne? Nur, dass ihr wisst, die haben einfach nicht die richtige Skalierung. Es geht eher darum, die verschiedenen Dinos kennenzulernen. Und dabei kann man auch lernen, wie groß die sind. Das kann man alles nachlesen, zusammen mit den Kindern auch. Was ich mir ausgedacht habe, ist, ursprünglich wollte ich ein Buch dazu machen, einfach die Fotos, die es gibt von den Figuren, zu haben und dazu kurz den Namen zu schreiben und kurz eine Beschreibung, was macht dieser Dino. Das Buch ist nach einem schlechten Binden von mir kaputt gegangen. Die Kinder haben da was Neues draus gemacht, die haben einfach die Bilder auf den Boden gelegt und die Dinos dazu sich gesucht und einfach sortiert. Das ausgelegt und hatten einfach daran Spaß. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das halt eben so. Dann mache ich halt einfach solche Karten. Ja, das Ganze dann hier drin. Und dann haben wir sie hier alle nochmal. Ja, die Bilder sind jeweils von den Internetseiten der Hersteller gezogen. Sind nicht meine. Ja, ich verkaufe diese Karten so nicht. Wenn ihr das machen wollt, macht es bitte für euch selbst. Kann ich euch leider nichts zum Download anbieten oder so. Das wäre ein bisschen Arbeit von euch. Ja, darunter stehen halt immer die Namen. So, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, sich selbst hinzusetzen, die Namen abzuschreiben, dabei immer wieder die Namen auch zu sehen. Wenn sie denn zum Beispiel gerade erst schreiben lernen, können sie so zumindest sehen, wie die Dinosaurier geschrieben werden. Wer schon lesen kann, hat einfach den Vorteil, sich das so einzuprägen übers Lesen. Ja, einfach so die Namen auch zu merken, Spiele zu machen, indem man sagt, okay, ich setze mich mit anderen Freunden zusammen, sag einfach den Dino, den ich suche. Hier wäre es der Dilophosaurus.
Die anderen suchen nun also den Dilophosaurus. Entweder spielt man das mit einem weiteren, der hat dann alle Zeit der Welt, um den Dilophosaurus zu finden. Wenn es mit mehreren sind, geht es einfach darum, wer als erstes zugreift, der nimmt sich den, legt sich die Karte hin, stellt sich den Dino dazu und sagt, so, das ist jetzt meiner. Und am Ende geht es darum, ja, wer hat die meisten Karten sich ergattern können oder die meisten Dinos. Manche machen das halt wirklich nur das klassische, aha, hier ist also das Bild, ich suche den Dino dazu, stelle ich drauf und freuen sich einfach, dass sie das so zuordnen konnten. Das ist dann halt eben schon für Jüngere, das kann schon bei 3 Jahren die interessieren und sie werden dabei auch immer wieder mit dem Namen konfrontiert, beziehungsweise die Buchstaben und sie ordnen es dann einfach als Symbol dann zu. Man kann dann später noch andere Karten ganz ohne Bild dann anfertigen, so dass es dann wirklich ein reines Zuordnen ist. Den Spinosaurus finde ich auch übrigens ziemlich cool. Das sind alles coole Modelle. Ja, die Hersteller werde ich alle nochmal hinschreiben auch für euch. Ja. Collector hatte ich, Safari, Schleich und ist nämlich auch ein Bulliland dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja doch, der Bulliland Velociraptor ist dabei, genau. Ja, das bei manchen hatte ich einfach nicht mehr die richtigen Bilder gefunden. Der Brachiosaurus ist einfach zu alt. Musste ich einen neuen nehmen. Sieht aber doch ähnlich aus. Hier, Triceratops konnte ich noch so finden. Ah, der Velociraptor. Das sind sie alle nochmal. Gibt eine Menge Möglichkeiten, was man mit den Karten noch machen kann. Ich habe einfach festgestellt, dass die Kinder große Freude haben, damit zu arbeiten. Was ich dann noch gemacht habe, ist halt eben das Buch, wo ich gesagt habe, ich habe die Seiten, das Buch ist leider gerade in Reparatur, ich kann es gerade nicht zeigen. Ich habe mir dann auch einfach Kurzfassung der Beschreibung der Dinosaurier auch eben von den jeweiligen Internetseiten der Hersteller geholt, beziehungsweise aus Büchern oder der Info vom Naturkundemuseum in Berlin zum Beispiel. Und das kurz gefasst, war Fleischfresser, war so und so groß, konnte so und so schnell laufen. Das waren so Informationen, die können die Kinder gut verarbeiten und können das dann auch gut zuordnen, können dann halt eben auch später auch spielen. Dieser Dinosaurier war ein Fleischfresser und dann suchen alle erstmal alle Fleischfresser und dann kommt das nächste Detail hinzu. So kann man halt eben auch eine ganze Weile auch Spaß daran haben. Und natürlich auch ohne die Karten geht das Ganze auch einfach spielen. Das ist auch cool. Dann habe ich mir gedacht, gut, da ich mein eigenes Buch jetzt gerade nicht zur Hand habe, so eins hier tut's auch. Ja, dann dauert das Nachschlagen halt ein bisschen länger, kann genauso Freude machen. Ja, das ist nicht verkehrt. Ein bisschen schauen. Gelernt habe ich jetzt zum Beispiel, dass der Brachiosaurus, so wie er hier steht und auch im Historischen Naturkundemuseum in Berlin oder Museum für Naturkunde in Berlin, ist ein Brachiosaurus Branchi, so nannte man ihn, aber jetzt hat man wohl rausgefunden, dass er ja wohl eigentlich als Giraffa Titan bezeichnet werden müsste, weil er sich von dem eigentlichen Brachiosaurus unterscheidet. Das findet ihr alles raus, wenn ihr mit den Kindern arbeitet und spielt. Das sind alles Infos, da will ich euch jetzt gar nicht langweilen. Wenn es nicht langweilt, freue ich mich für euch. Ansonsten für alle anderen, die neu mit den Dinos sind, die werden ganz schnell lernen, was die Kinder auch lernen werden. Ihr werdet ganz schnell merken, wie viel ihr plötzlich über Dinosaurier wisst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken, viel Spaß beim Spielen und Lernen mit den Kindern und vielleicht auch alleine. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen. Bye, bye.